Ich bin weg. Dann schauen wir doch mal da was zu. Verschlossen. Ja, dann schauen wir doch mal nach oben. Ein paar Schränke. Erledigt. Nix. Nix. Und ein Kohletalisman. Was Erledigt. machst denn du? Plus 50 Widerstand gegen Feuer und 25 gegen magisches Feuer. Na gut. Oh, Skelette und Staubmenschen. Ha, na gut, blitzen wir mal kurz wieder runter und gehen zu dem Spion. Dann kommen wir hier wahrscheinlich leichter voran. Weil die beiden Staubmenschen hier unten waren ja noch freundlich, aber wir wissen nicht, wie das unten aussieht. Oder oben. So, du. Wir haben Nadel und Faden und Balsamierungsöl dabei. Nanu? Achso doch, genau da. Wie kommt es denn, dass du so aussiehst? Ja, ich bin gut im Verstellen. Hatten wir alles schon. Kannst du mich als Zombie verkleiden? Er musterte dich kurz von Kopf bis Fuß. Brauche Balsamierungsöl und Nadel und Faden. Hier, bitte sehr. Der Zombie nimmt dir die Sachen ab und macht sich an die Arbeit. Und wir versuchen ganz still zu halten, damit er nicht aus Versehen irgendwas anderes zunäht. Ich kann einfach nicht glauben, dass du das tust. Sag mal, wie übergeschnappt bist du eigentlich? Ganz schön übergeschnappt, nehme ich an. Der Zombie bestreicht dich mit Balsamierungsöl. Dann näht er verschiedene Narben zu. Er arbeitet von den Füßen aufwärts und vollendet die Tarnung, indem er deine Lippen zunäht. Dankeschön. Kannst du seine Lippen nicht etwas fester zusammennähen? Als Maulmorcher. Der Zombie hält seine Hand hoch. Vorsicht, reden sich Fäden heraus. Ruiniert Verkleidung. Zombie nix reden. Du müssen reden, reden langsam, vorsichtig. Hinweis: Denk daran, dass niemand damit rechnet, dass ein Zombie spricht. Wenn du als Zombie jemanden ansprichst, riskierst du, dass man deine Verkleidung durchschaut. Okay. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand Er gebracht. runzelt die Stirn. Verkleidung bald kaputt. Balsamierungsöl trocknet aus, Stiche gehen auf. Er zuckt die Achseln. Wahrscheinlich halten nicht außer halben Leichenhalle. Und nicht laufen. Du laufen und du ganze Verkleidung ruinieren. Oh weia. Das dauert denn ja ewig. Und ich glaube, ich muss erstmal in Option umstellen, dass wir nicht durchgehend laufen. Immer rennen aus. Ach du gute Güte. Es dauert ja ewig. Ja, also torkeln wir jetzt mal ganz gemächlich zu der Treppe da hoch. Oder kannst du uns schon vorschicken, Morte? Ja, super. Also das Wahre ist es nicht. Wir kommen damit über die ersten Bürden hinweg. Also die ersten Staubmenschen, die uns im Weg sind. Aber wir sollten uns was Langfristigeres ausdenken. Eine Verkleidung vom Staubmenschen wäre nicht schlecht. Also so eine Robe. Die Skelette sprechen wir auch erstmal nicht an. Erledigt. Es wäre ein bisschen auffällig, wenn ein Zombie hin und her geht und Ich bin weg. Untote untersuchten. Was So, gibt's? aber Morte kann ja schon mal vorflitzen, sich alles angucken. Nadel und Faden, schön. Ist so gut wie erledigt. Dann könnten wir auch theoretisch zu Ivan zurück, sobald wir hier eine ordentliche Verkleidung haben. Und du torkelst mal da rein. Morte macht den Rest. Abgeschlossen. Oh, dann beiß mal auf. Versagt. Versagt. Oh. Versagt, 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 versagt. Okay. Dann hören wir mal lieber auf, sonst beißt er sich noch die Zähne ab. Blutgerinnungstalisman. Aber leider keine Verkleidung. Oh, was haben wir hier? Staubmenschen-Balsamierungszauber, niedrig. Und eine Aufgabenliste. Ja? Jemand hat eine Reihe von Aufgaben in roter Tinte auf diesen Fetzen Pergament geschrieben. Ich möchte, dass die vertraglich gebundenen Arbeiter dreimal täglich inspiziert werden, am Ende jeder Arbeitsschicht, wenn die neuen Eingeweihten ihre Schicht antreten. Wir haben in letzter Zeit zu viele Zusammenbrüche der vertraglich gebundenen Arbeiter erlebt, während sie schwere Arbeiten nachgingen. Und ich fürchte, dass die Balsamierungszauber, die anfangs auf die Leichen angewendet wurden, irgendwie verwesen oder verdreht werden. Wenn die vertraglich gebundenen Arbeiter alle 8 Stunden inspiziert werden und erweckt werden könnten,
wenn sie zusammengebrochen sind, dann würden so die Rückstände von Höhlen im Vorbereitungsraum vermieden, sodass mehr vertraglich gebundene Arbeiter für andere Aktionen zur Verfügung stünden. Das klingt so gesehen recht makaber, weil sie ja die Leichen immer wieder wiederbeleben, nur damit sie irgendwelche Arbeiten verrichten können. Aber naja, ist eine andere Welt. Ich möchte nicht, dass zusammengebrochene Leichen entsorgt werden. Wenn möglich, sollen die ursprünglich vertraglich gebundenen Höhlen erweckt werden und ihre Pflichten wieder aufnehmen. Ja, keine Ruhe für die Toten, ha? Ich habe für die Eingeweihten im Dienst einige überschüssige Balsamierungszauber in die Regale gestellt. Sie sollten nur verwendet werden, wenn die Höhlen nicht mit Nähten, Bandagen oder durch Anwendung von Balsamierungsöl repariert werden können. Ha. Also sind die Dinger entweder sehr potent oder einfach nur sehr teuer. Ruft niedrige Balsamierung hervor. 3 Ladungen. Auf die Seite dieses seltsamen Metallbandes sind Anleitungen geschrieben. Wenn man von dem roten Text ausgeht, funktioniert das Armband wohl, wenn es von einem lebenden Wesen gehalten wird. Während dann das Mantra des wahren Todes ausgesprochen wird, berührt man damit die Stirn eines Zombies oder Skeletts. Wenn dies getan wird, breitet sich leichte Balsamierung, die in den Gegenstand enthalten ist, in der Leiche aus und stärkt ihre Knochen, tötet Spuren der Leichenverwesung und oder des Grabesschimmels ab und unterstützt die Heilung kleinerer Hautrisse. Und es macht 2-8 vorübergehende Trefferpunkte und einen auf die Rüstungsklasse. Also genauso wie das Balsamierungsöl? Nö, ist schlechter als das Balsamierungsöl. Weil das macht immer 8 Trefferpunkte, das andere macht 1-8, ne? Gucken wir mal. Ja, 2-8, super. Ja, nee, so toll ist das Ding dann auch wieder nicht. Und das Blutgerinnungstalisman macht 9 Trefferpunkte. Kann wohl auch auf andere angewendet werden, also nicht nur auf Morte und die Namenlosen. Und erhöht Widerstand gegen Angriffe. Okay. So. Das kommt aber zu unserem torkelnden Leichnam. Ja, du bleib erstmal da, Morte schaut sich weiter um. Auch wenn so ein fliegender Schädel nicht gerade die beste Tarnung ist. Ramsch. Na gut, wir sind nicht wählerisch, wir nehmen alles mit. Auch wenn es Ramsch ist. Mord kümmert sich drum. Jede Menge Staubmenschen und Leichen. Hier würde ich mich gerne richtig umgucken. Also mit jeder Leiche sprechen und sie untersuchen und so weiter. Mord kümmert sich drum. Oh, Schlüssel zum Innersten der Leichenhalle. Mord kümmert sich drum. Mach mal die Tür da auf. Abgeschlossen. Okay. Ja, ist gar nicht auffällig, wie so ein Schädel durch die Gegend fliegt, mit einem Schlüssel zwischen den Zähnen und irgendwelche Schlösser aufmacht. Bekommst du sofort, Meister. Oh, ein Hammer. Den gucken wir uns gleich mal an. Und hier geht's runter, nur wohin runter? Zu dem anderen Hochgang, der abgeschlossen war? Ah, jetzt sind wir in dem Zimmer, wo wir aufgewacht sind. Okay, du bist immer noch so langsam. Mord kümmert sich drum. Abgeschlossen. Ja, der Schlüssel funktioniert auch hier unten. Schön, schön. Da liegt was auf dem Boden. Oh, Bandagen und Putzlappen. Super. Ist so gut wie erledigt. Abgeschlossen. Und was bist du für einer? Nee, du sollst nicht reden. Morte sollten schon reden. Oh, das geht nicht. Na, das ist natürlich ärgerlich. Ich bin weg. Torkel mal zurück und wir gehen wieder hoch. Wir müssen unbedingt möglichst schnell eine Verkleidung für ihn finden, weil so geht das gar nicht. Wir können keine Zombies ansprechen, untersuchen. Wir kommen nicht wirklich schnell voran. Abgeschlossen. Mord kümmert sich drum. Aber hier ist irgendwie nichts mehr, wo was drin sein könnte. Obwohl doch, da unten ist noch ein Bereich. Flitz mal dahin. Theoretisch könnten wir auch einen von den Staubmenschen angreifen und seine Robe nehmen, aber wer weiß, ob die dann nicht Alarm schlagen und alle aggressiv werden. Das sollten wir vermeiden.
Apropos, kurzer Quicksave. Ist so gut wie erledigt. Ein Stemmeisen. Wie kriegen wir damit das Regal da oben auf? Und eine Staubmenschen-Nachfrage. Eine Nachricht, die auf einem Stück trockenes Pergament geschrieben ist. Setz dich mit dem Nekromanten in Verbindung, der die Erweckung des Vertragsarbeiters 42, der aus unserem Traum, durchgeführt hat. Ich weiß, dass er das Skelett schon untersucht hat, aber ich bin mir sicher, dass die ursprüngliche Erweckung der Leiche abgewandelt wurde. Der Arbeiter reagiert nach wie vor auf Befehle. Hat er jedoch eine Aufgabe ausgeführt, fängt er wieder an, monoton im Kreis zu laufen. Nach der Aussage von Dahl hatte Arbeiter 42 diese Angewohnheit schon vor Jahrzehnten, als er noch ein Zombie war. Vielleicht existiert es in seinem Knochenmark ein Seelenecho. Oder aber das Alter des Skeletts ist für die Magie, die ihn zum Verfall bewegt, verantwortlich. Einer der Eingeweihten meinte, dass das Ganze auch auf einen Befehl eines höherstehenden Staubmenschen zurückgehen könnte. Aber ich habe in Unterlagen nichts über einen derartigen Befehl finden können. Was auch immer der Grund für dieses Verhalten ist, die Angelegenheit muss geklärt oder der Arbeiter ausgetauscht werden. Ja, nee, tauscht den mal nicht aus, wir müssen den erstmal finden. Der hat nämlich was von uns. Abgeschlossen. Aber das heißt, unser damaliges Leben muss ganz schön lange her sein. Weil damals war er ja noch ein Zombie, als wir ihn präpariert haben. Abgeschlossen, versagt. Versagt. Hab sie geöffnet. Ah, gut gemacht, Morte. Ein bisschen Kupfermünzen und mehr von diesem Bluttalisman, aber keine Verkleidung. Und mit euch kann ich nicht reden. Na, ist ärgerlich. So gut wie erledigt. Mord kümmert sich drum. So, hier oben waren wir jetzt fast überall. Na gut, flitzen wir kurz dahin. Nur der Vollständigkeit halber, da ist ja noch ein Regal. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass genau da drin das ist, was wir suchen. Okay, zwei Regale mit Ramsch und was haben wir da drin? Noch ein Putzlappen? Nee, Nadel und Faden. Na gut, jetzt wo wir den Schlüssel haben, können wir uns einfach unten mal umgucken, weil es gab ja noch eine Tür, die wahrscheinlich nach unten führt. Also in die Halle, wo unsere ehemalige Gefährtin ist und das Portal. Ja, das schaut doch gut aus. Ist so gut wie erledigt. Bekommst du sofort, Meister. Mord kümmert sich drum. Diese Plakette auf dieser Bahre trägt die Aufschrift Hier ruht Deinora. Wir haben da gerade einen Geist aufflackern sehen. Und er kann nicht Mord reden. Mord kümmert sich drum. Ist so gut wie erledigt. Also, natürlich kann Mord reden, er plappert die ganze Zeit, aber eigentlich sollte der Namenlose mit ihr reden. Was haben wir hier? Noch eine rostige, blutbefleckte Bank. Ja, aber eine riesige, rostige, blutbefleckte Bank. Da könnte ein Riesenuntot da drauf transportiert werden. Mord kümmert sich drum. Der Staubmensch ist hier einigermaßen alleine. Vielleicht könnten wir ihn niederschlagen. Natürlich nur im Notfall, wenn Mord wir hier nichts kümmert finden. Sich drum. Oh, was bist du denn? Ah, deswegen die riesige Bahre für das Riesenskelett. Ah, aber keinerlei Regale oder so, die man plündern Mord könnte. Mord kümmert sich drum. Die Plakette auf dieser Bahre ist leer. Nicht sehr aufschlussreich, diese Etage. Südöstliche Gedenkhalle, Treppe hinauf zum ersten Stock, große Halle und zentrale Kammer. Was war hier? Ist so gut wie erledigt. Mord kümmert sich drum. Mord kümmert sich drum. Hier müsste doch eigentlich auch irgendwo der Ausgang sein, oder geht's noch eine Etage tiefer? Bekommst du sofort, Meister. Ah, der hier sieht besonders aus. Mord kümmert sich drum.
Da könnten wir raustappern. Aber das wollten wir eigentlich nicht. Eigentlich wollten wir noch mindestens zu Aiven gehen, gucken, was mit dem Nadel und Faden im Balsamierungsöl anfängt. Und das war's eigentlich schon. Wir müssen ja gar nicht mit allen Staubmenschen reden. Wir können ja auch später wiederkommen. Na gut, dann huschen wir mal zu Aiven. Die war hier oben. Was? Vielleicht kann... Na, Morte kann ja nicht mit ihr sprechen. Ärgerlich das Ganze. Na gut, dann lösen wir halt unsere Verkleidung auf. Gucken, was sie macht. Und vielleicht kann er uns ja neu verkleiden. Aber wir haben dafür nicht genug... Doch, einmal... Nee, das müssen wir bei ihr verwenden. Hoffentlich ist es wert, was du da anstellst mit ihm. Was ist los, Meister?